Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Steinbockgeborenen. Dies ist das Reading für euch im Bereich der hilfreichen Freunde. Und zwar ist es der sechste Lebenswohlfühlbereich eures Zuhauses. Und dieser Bereich ist dem Element Metall zugeordnet. Der profitiert also von allem, was glänzt. Also von Silberfarben, Kupferfarben, Goldfarben. Ja, also Chromgegenstände. Und wenn ihr wissen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt über diesen wichtigen Bereich eures Zuhauses, dann gebt bei mir auf der Kanalseite oben bei der kleinen Lupe ein. Sechster Wohlfühlbereich, hilfreiche Freunde. Und dann erfahrt ihr ganz viel Wissenswertes, wie ihr diesen Bereich nähren, fördern und stärken könnt. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Büffelgeborenen in der chinesischen Astrologie. Ja, ihr korrespondiert mit meinen Steinbockgeborenen. Ihr seid ebenso starke Tiere, ihr beiden, ja, wie Zwillingsseelen. Okay, schaut mal, ich habe euch wieder ein paar Blumen aus dem Garten mitgebracht. Das hier ist die wunderschöne Ringelblume. Sie strahlt in einem frischen Orange, in einem Erdton. Und die Erde bringt ja die Metalle hervor. Das heißt, Erdfarben würden diesen Bereich der hilfreichen Freunde auch nähren und fördern können. Dann habe ich hier die wilde Möhre. Die wilde Möhre, sie wird zum Beispiel eingesetzt, wenn es um Hyperaktivität bei Kindern und Erwachsenen geht. Die Ringelblume ist die klassische Wundheilpflanze. Ja. Verschließt Wunden seelischer und körperlicher Art. Was habe ich sonst noch? Ja, die Rose ist natürlich, die Rose ist die Yin-Pflanze für uns Frauen natürlich. Genau. Ja, die anderen sind mehr dekorativer Art. Ja, das Thema ist diesmal Gleichklang im Bereich der Freunde, ja, der Freundschaften. Und da möchte ich mal schauen, wie es bei euch aussieht. Wie ist es denn bestellt um eure Freundschaften momentan? Gibt es da Harmonie und Gleichklang mit euren besten Freundinnen und Freunden, meine Lieben? Ich schau mal, was das Tarot mir hier anbietet, sozusagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, meine lieben Steinbock- und Büffelmenschen. Wie sieht es denn da aus bei euch gerade? Gibt es eine beste Freundin oder einen besten Freund, mit dem ihr sehr gleich, sehr ähnlich schwingt und wo es auch Harmonie gibt? Oder gibt es irgendwelche Themen momentan? Schauen wir mal. Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Hier ist wieder schönstes Frühherbstwetter. Also ganz wunderbar. Da kann man wirklich viel in die Natur gehen. Und die Natur, das wisst ihr, die heilt uns Menschen. Und sie ist deswegen so wichtig für uns, auch weil sie ja nicht über uns wertet, meine Lieben. Ui, okay. Da habe ich hier zwei sehr gegensätzliche Karten bekommen. Einmal 5 der Münzen, meine Lieben. Schaut mal, 5 der Münzen. Da geht es eher um eine Art der Verzweiflung. Ihr seht hier, wie die junge Frau auf dem Boden sitzt und sich so ja, in sich zurückzieht aufgrund einer ja, enttäuschenden Situation. Ich meine, hier haben wir die Münzen abgebildet. Es kann sein, dass es da auch um
den beruflichen Bereich geht. Vielleicht ist es jemand, den ihr beruflicherseits kennt und hier die Energie ist nicht ganz so erfreulich. Ja, 5 bedeutet immer, da kommt eine Veränderung. Ja, da wird sich was ändern. Also dieser Zustand dauert ja nicht ewig. Wobei die Münzenergien schon langsam sind, aber dennoch ist es meistens so, dass das jetzt ja nicht für länger ist, so eine Energie. Und ich habe hier dann den Ritter der Stäbe. Also der Ritter der Stäbe, schaut mal, Stäbe sind immer Chancen oder Möglichkeiten oder Aktivitäten. Also schaut mal, ihr werdet von dieser Energie in diese hier kommen und ihr seht ja, erst ist die junge Frau hier so zusammengeklappt sozusagen schon gleich und hier blüht sie förmlich auf, ja, und trommelt, ja. Jetzt schaue ich mal, worum könnte es denn da sich handeln oder worum dreht es sich hier mit dieser Karte? Ich schaue mal mit Lailas Auge universellen Botschaften. Vielleicht bekommen wir dazu noch eine Klärung, ein bisschen mehr Information, meine Lieben. Ah, eine ist schon gesprungen. Vielleicht bekomme ich noch eine. Schauen wir mal. Noch eine. Die passt. Die passt sehr schön dazu. Und schauen wir mal, was bei der anderen geboten ist. Vielleicht noch eine. Vielleicht will sich noch eine zeigen. Dankeschön. Schauen wir mal. So, danke. Also, die kam als erstes. Oh. Oh, okay. Meine Lieben, schaut mal, da kam diese Karte. Da geht es um einen innerlichen Konflikt, ihr seht. Und das passt natürlich sehr zu dieser Karte hier. Schaut mal, zwei Menschen, die sich stark Kopfzerbrechen machen hier, ne? Hier im inneren Konflikt und hier. Ja, es kann natürlich sein, dass es um Geldangelegenheiten geht oder ging. Vielleicht brauchtet ihr Geld, habt euren Freund, eure Freundin danach gebeten. Ja, hier kommt jetzt schon der Turm. Schaut mal, Turm heißt immer, es verändert sich etwas sehr stark. Es verändert sich etwas, es kommt zu einer plötzlichen Veränderung, ja, und das würde ja sogar für diese Energie hier sprechen. Schaut mal, die ist in der völlig gegenteiligen Stimmung wie die junge Frau hier, ja. Also da ist dann ein Turmmoment gekommen und der passt dann hier dazwischen quasi, zwischen diese beiden Karten hier. Stelle ich mal diesen Turmmoment hier hin und plötzlich kam es wieder zur Freude und zum Aufleben sozusagen, ja. Und schaut mal, hier habe ich noch eine sehr schöne Karte der Wiedergeburt. Schaut mal, diese Wiedergeburt des Wiederauferstehens. Schaut mal, das sieht auch fast aus wie ein Turm, so wie hier, ja, wie als würde hier erst alles zusammenfallen und plötzlich der Turm sich wieder neu bilden, ja, und es kommt was ganz Wunderbares draus hervor, ja. Es ist interessant, finde ich, ja. Schaut, eure Wiedergeburt, meine Lieben, das freut mich sehr. Ja, was auch immer das Thema war, ihr werdet wieder in die Lebensfreude kommen, das sagt mir die Karte und diese hier. Jetzt schaue ich mal, worauf sollt ihr jetzt den Fokus legen? Das sind die Fokuskarten von Lailas Auge, auch sehr schöne Karten. Worauf sollt ihr, meine lieben Steinbock und Büffelgeborenen, sollt ihr nun den Fokus legen?
was diese Freundschaft anbelangt, ja. Vielleicht habt ihr ja, also wenn es ums Geld ging, habt ihr vielleicht von jemand anderem Geld geliehen bekommen oder nach einem innerlichen Konflikt, nach einer Übergangsphase hat sich euer Freund, eure Freundin doch erkenntlich gezeigt oder hilfreich gezeigt, ja. Wir sind ja hier beim Thema der hilfreichen Freunde schließlich, ja. Vielleicht kam doch dann dieser Umsturz, das Umdenken. Worauf sollt ihr jetzt euren Fokus legen, meine Lieben? Hier drauf. Dankeschön. Aha. Ehre und Gerechtigkeit. Verhalte dich ehrenhaft bei all deinen Begegnungen mit anderen Menschen. Zuvorkommende Höflichkeit. Die Samurai haben keinen Grund, grausam zu sein. Heldenhafte Tapferkeit. Mitgefühl. Völlige Aufrichtigkeit. Pflicht und Loyalität, meine Lieben. Darauf solltet ihr den Fokus legen, meine Lieben. Sehr spannend. Also vielleicht wart ihr sogar in der Geberenergie, also sozusagen ihr wart derjenige oder diejenige, die hier aushelfen sollte, ja, und eure Freundin, euer Freund war in dieser Energie und ihr, weil ihr so hilfsbereit seid, ja, habt eure Freundin, euren Freund wieder in diese Energie gebracht, ja, kann natürlich auch sein. Entweder wurde euch geholfen, ja, in Form dieser Wiedergeburt oder eurem Gegenüber, also eurer Freundin, eurem Freund. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, wunderbar, also sehr schön. Der Samurai. Mitgefühl und Ehre. Darum geht es hier, ja. Womöglich habt ihr Mitgefühl und Ehre eurer Freundin, eurem Freund gezeigt oder eben andersrum. Wow. Jetzt möchte ich noch eine Karte von Liebevoll getröstet. Genau. Welchen Impuls darf ich euch dann noch mit auf den Weg geben? Neue Kraft schöpfen. Wie kann euch das gelingen, meine Lieben? Entweder seid ihr ja schon in dieser tollen Energie oder euer Gegenüber, schauen wir mal, oder ihr beide. Dadurch, dass ihr zusammen diese Situation gemeistert habt, seid ihr womöglich beide in dieser wunderschönen Stab-Feuer-Energie. Ui, die wollte. Habt ihr es gesehen? Okay, schauen wir mal. Ein besonderes Gedenkprojekt. Das ist spannend, schaut mal. Weil ich gerade gesagt habe, also ja, ein besonderes Gedenkprojekt hier, das war vielleicht wirklich eine besondere Situation hier, die euch beide wirklich gefordert hat als Freunde oder Freundinnen. Schaut mal, dann könntet ihr gemeinsam so ein schönes ein kreatives Projekt machen, vielleicht in der Natur, um an diese schwierige Zeit hier zu erinnern sozusagen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Energie und schöne Idee. Ja, also in Erinnerung an dieses Erlebnis sozusagen. Das ist ja spannend. Ein besonderes Gedenkprojekt. Sehr schön, meine Lieben. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielleicht seid ihr wieder dabei und bis dahin alles Liebe für euch und Servus.